Hallo, ich bin's wieder, euer Kamo-chan. Heute zeige ich euch das Camp-Event Bonfire Party, auf Deutsch Lagerfeuerparty. Hier zeige ich euch, was ihr machen müsst in diesem dreiteiligen Event. Also die Bonfire Party sind drei Teile unterteilt, nämlich einmal das Feuer anzünden, also das Holzstapel von A nach B tragen, das Quiz und das abschließende Tanzen. Ja, in dem ersten Teil müsst ihr eigentlich nichts anderes machen, als sobald das Event eben beginnt, euch am Strand des Camp-Events einzufinden und dort Holz in diesen Kreis, also Holz spawnt außerhalb des Lagerfeuers drumherum und man muss halt 30 Stapel Holz in diesen Kreis tragen. Alle machen da mit und alle tragen zu dem Gesamtfortschritt von 30 Stapeln dazu bei. Wichtig ist hier, jeder Charakter kann nur maximal drei Stapel in das Feuer packen, die auch zählen. Also er kann auch einen vierten reintragen, aber der zählt dann eben nicht. Und dann würde man vielleicht jemanden, der noch nicht drei Stück hat, den Holzstapel kurz wegnehmen und das könnte bei kleineren Camps dann ein bisschen eng werden. Zusätzlich bekommt ihr zu jedem dieser drei Events immer so einen kleinen roten Umschlag unten links. Und da ist dann immer ein random Geldbetrag drinne. Sobald die 30 Stapel voll sind, wird das Lagerfeuer dann auch entsprechend angezündet, was man dann optisch auch sieht. So, wie jetzt zu sehen ist, das Feuer ist an und damit der erste Teil des Events vorbei. Weiter geht's dann erst um 20:35 Uhr mit dem Quiz. Das Campfire-Event startet jeden Tag um 20:30 Uhr. Teilnehmen kann jeder, der im Camp ist. Das Quiz beginnt wie gesagt um 20:35 Uhr und besteht aus 5 Fragen. Diese 5 Fragen müssen von allen beantwortet werden. Die Fragen werden hier im Camp-Chat gestellt. Die fünfte und letzte Frage ist immer eine campbezogene Frage. Zum Beispiel, welches Camp-Level habt ihr? Wer hat das höchste Rating im Camp im Bereich Homestead zum Beispiel? Wer hat den höchsten Freundschaftswert und so weiter? Die ersten 4 Fragen sind in der Regel immer spielbezogen. Es gibt hier dann auch eine Rangliste, wer die meisten und schnellsten Antworten gegeben hat. Der, der als erstes antwortet, bekommt zum Beispiel 30 Punkte, sofern die Antwort richtig ist, und der zweite 25, sofern die Antwort richtig ist. Solltet ihr einmal aus dem Menü rausgehen, warum auch immer, könnt ihr einfach wieder über den Camp-Chat, so wie ich das gerade hier gemacht hatte, wieder in das Quiz mit einsteigen. Oben seht ihr immer den Timer ablaufen, wie lange eine Frage gültig ist. Das sind in der Regel eine Minute, in der ihr Zeit habt zu antworten. Von den gegebenen Antworten ist natürlich immer nur eine korrekt. Ob ihr hierbei nun richtig oder falsch antwortet, spielt eigentlich gar keine Rolle, ist eigentlich eher so ein nettes Gimmick oder Feature, wenn man das so nennen möchte. Hauptsache, ihr nehmt daran teil und alle bekommen eben auch Belohnungen dafür. Wenn ihr an dem kompletten Event teilnehmt, bekommt ihr mindestens 1000 Silber, 150 Camp-Punkte und 10 Verstärkungsplatten dazu.
Ich sage hier bewusst mindestens, denn zum Beispiel beim Tanzen gibt es weiterhin für jeden abgeschlossenen Task, dazu komme ich gleich, eine weitere Belohnung, die ihr direkt ins Inventar bekommt. Zudem bekommt ihr für das komplette Event alle paar Minuten immer mal wieder Silber zugeschustert, das nicht in den 1000 Silbern Mindestbelohnungen enthalten ist. Ist also eine gute Gelegenheit, um Silber zu sammeln. Das ist jetzt die berühmte letzte Frage, die eben immer eine campbezogene Frage ist. In dem Fall, wie viele Mitglieder hat euer Camp? Sobald ihr die letzte Frage beantwortet habt, ist es egal, ob das Quiz bereits noch läuft oder also der Timer noch läuft oder ihr, solange ihr bereits geantwortet habt, Entschuldigung, könnt ihr auch gerne jederzeit einfach hier über den Pfeil oder sonst was den Chat verlassen. Und könnt schon quasi auf die Tanzfläche gehen, die zwar noch nicht da ist, aber euch schon mal so ein bisschen am Rand positionieren. Denn beim Tanzevent ist es etwas tricky. Es wird nämlich immer Tanzpaare gebildet vom System. Gleich taucht dort oben, wo jetzt Survival Quiz steht, ein Tanzpartner auf. Diesen Tanzpartner müsst ihr finden und einladen. Euer Partner hat natürlich dann euch als Anzeige. Das Witzige daran ist, einer von euch beiden kann sich nicht bewegen. Das heißt, der andere muss merken, ich kann mich bewegen, zu dem Partner hinlaufen und ihn dann einmal einladen. Danach sagt euch das System, auf welche Tanzfläche ihr sollt. Es gibt einmal Yellow, Rare und Epic. Yellow ist natürlich gelb, Rare ist blau und Epic ist lila. Ihr könnt es aber bereits erkennen, indem ihr einfach auf das Herz guckt, das über eurem Kopf die ganze Zeit schwirrt. Wie ihr seht, sollte ich auf die gelbe Tanzfläche und ich habe ein gelbes Herz über dem Kopf. Auch hier gibt es wieder einen kleinen roten Umschlag, den ihr nachher einsammeln könnt. Diese Tanzpartnerschaften, davon gibt es genau 3 Stück. Das heißt, das, was ihr jetzt quasi vorhin das erste Mal gemacht habt, also jemanden eingeladen habt oder ihr wurdet eingeladen, das kommt danach 2 weitere Male. Ich positioniere mich meist zwischen diesen kleinen Dances oder diesen Runden quasi, immer außerhalb einer Tanzfläche, damit ich mich schon mal gut sichtbar platziere. In dem Fall
muss ich hier Jenya einladen und wieder auf die gelbe Tanzfläche. Das ist reiner Zufall. Manchmal kriegt ihr blau, manchmal lila, manchmal gelb, manchmal auch alle drei. Schaut einfach, was ihr braucht. Und wie ihr seht, habe ich links vorhin einige Belohnungen in die Tasche bekommen, da ich es auf die richtige Tanzfläche geschafft habe. Wie ihr seht, bekomme ich auch weiterhin die ganze Zeit immer mal wieder ein bisschen Silber zugeschustert. Das bekommt ihr auch nach dem dritten Mal. Also drei Runden gibt es hier zu tanzen. In diesen drei Runden bekommt ihr immer mal wieder ein paar Belohnungen, aber auch am Ende nochmal eine extra Belohnung. Sollte die dritte Runde vorbei sein, verlasst nicht das Lagerfeuergebiet, sondern bleibt die restlichen 10 Minuten einfach stehen, damit ihr das restliche Silber weiterhin mit einsammeln könnt. Ob ihr dabei tanzt oder irgendwo einfach AFK rumsteht, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass ihr in diesem Campfeuergebiet seid, also in diesem Lagerfeuergebiet. Hier muss ich zum Beispiel jetzt auf die blaue Tanzfläche. Und mein Tanzpartner steht zufälligerweise gerade auch dort. Das heißt, ich brauche mich nicht einmal bewegen. Sobald die dritte Runde gleich vorbei ist, wartet ihr, wie gesagt, am besten die restlichen 10 Minuten noch in diesem Gebiet hier, ob ihr dabei tanzt oder nicht, ist wie gesagt egal, damit ihr eben das restliche Silber noch mit einstecken könnt. Ansonsten wäre es das tatsächlich sogar schon am Event und ihr wärt eigentlich mit dem letzten Tanz auch durch. Wenn euch dieser Guide gefallen hat, aber auch meine anderen Guides gefallen haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder drückt das Glöckchen, um keine weiteren Guides von mir zu verpassen. In-game könnt ihr mich gerne auch unterstützen, wenn ihr meinen Creator-Code KAMO666 benutzt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.